Einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Vielen Dank. Ich darf das noch kurz ausführen, was Herr Teschler schon begonnen hat. Also ich darf mich als Ungläubigen bezeichnen oder als Ex-Ungläubigen. Ich bin sozusagen ein Bekehrter. Wenn sonst so Kollegen von mir gesagt haben, das Ruhrgebiet ist doch grün, da musste ich so ein bisschen lachen, so ja, ein bisschen schmunzeln. Da habe ich gedacht, komm, grün, ja. Aber das war wirklich, also ich habe die Nacht in einem wunderbaren Hotel verbracht. Ich habe rausgeguckt und habe gedacht, ich bin eigentlich mitten so auf dem Land. Das war ganz großartig und auch heute in der Halle zu stehen ist wunderbar. Die Halle allein ist schon schön, aber sie wird durch Sie gefüllt, durch 2000 Menschen, die sich für Ihre Erkrankung interessieren. Vielen Dank fürs Kommen, ganz großartig. So, ich lebe und arbeite in Marburg. Ich zeige das Bild vom Uniklinikum immer bei Nacht. Da ist es noch schöner als am Tage. Manchmal fühlt es sich so an, als würde ich da nicht nur arbeiten, sondern auch leben in dem Haus. Das ist zum Glück nicht so. Wenn es ganz schlimm wird, dann mache ich Urlaub zum Beispiel an der Müritz. Bisschen Kitesurfen ist ganz großartig. Das ist so mein Ausgleich. Jetzt wissen Sie genug über mich. Jetzt geht es um Alpha 1. Also die Fragen, die ich mit Ihnen zusammen beantworten möchte, ist, was ist das denn überhaupt? Wie häufig ist das? Wie kann man das diagnostizieren? Dann die wichtige Frage, kann man da was gegen machen? Klar, man kann. Und wie funktioniert das mit der Vererbung? Denn das ist eine Erberkrankung und das macht die ganze Sache natürlich auch ein bisschen schwieriger, auch so ein bisschen kitzlig manchmal für manche Ärzte, weil man sich da vielleicht auch nicht in allen Einzelheiten auskennt, aber dann sich eigentlich schwierigen Fragen auch stellen muss. Wir fangen mal an mit, was ist überhaupt dieser Alpha-1-Antitrypsin-Mangel? Und man muss sich das so vorstellen, dass an allen Körperoberflächen, die wir so zur Verfügung haben, ein andauernder Kampf stattfindet zwischen dem, was aus der Umwelt auf uns einströmt, und das sind die Giftstoffe, die Gase, die Stäube, denen wir ausgesetzt sind, das sind aber auch Viren und Bakterien. Und zu den Oberflächen unseres Körpers gehört nicht nur die Haut, sondern gehören auch die inneren Oberflächen und da gehört die Lunge dazu. Denn wie Ihnen Herr Teschler das erklärt hat, wenn wir sozusagen den Luftstrom folgen, durch die Nase oder durch den Mund, dann in die Luftröhre, in die Kleinen, in die Bronchien, dann verzweigt sich's immer weiter bis in die Lungenbläschen, dann ist auch das letztlich eine Körperoberfläche, wo wir mit unserer Außenwelt in Verbindung stehen, wo wir in Kontakt stehen. Und da findet andauernd ein Kampf statt. Das ist so wie bei Star Wars oder so. Ich bin so ein Fan von so, wo viel explodiert, so, das finde ich super. So kann man sich das vorstellen. So ein Kampf zwischen Umwelt und dem Organismus findet eigentlich ständig statt. Und deswegen brauchen wir Proteine, Eiweißstoffe, die den Müll, der bei diesem Kampf entsteht, wegräumen im Körper. Das sind die Proteasen. Das sind bestimmte Enzyme, bestimmte Eiweißstoffe, die sind so Aufräumer. Ja, weil immer, wo gekämpft wird, da, wo gehobelt wird, fallen Späne und wo gekämpft wird, da sterben Viren und Bakterien und die müssen ja irgendwie weggeräumt werden. Und deswegen gibt es im Körper solche Enzyme, die zerkleinern die dann, die zerhacken die in Grundbausteine, die wir dann verwenden können. Das passiert nicht nur, wenn wir erkältet sind, das passiert eigentlich dauernd. Das ist einfach das Leben, dem wir ausgesetzt sind. Und damit das nicht überhand nimmt im Körper, gibt es Antiproteasen. Denn wenn es zu viele Proteasen gäbe, dann würden die irgendwann denken, Mensch, ich habe ja nichts zu tun, ich muss jetzt mal was anderes zerhacken und würden sozusagen anfangen, den Körper selber zu zerstören. Deswegen ist das ein enges Gleichgewicht und das, was dieses Gleichgewicht sozusagen schützt auf unserer Seite, sind die Antiproteasen. Und von diesen Antiproteasen ist Alpha-1-Antitrypsin eine ganz wichtige. Eine, die wir schon gut kennen, die wir seit langer Zeit kennen, seit etwas über 50 Jahren und wo wir ungefähr wissen, wie das funktioniert. Zu viel Zerstörung findet immer dann statt, wenn das Gleichgewicht so verschoben wird. Und die häufigste Ursache dafür ist, dass bronchopulmonale Infekte, also Schnupfen, Husten, Heiserkeit, dass das auf uns einströmt durch diese Viren und Bakterien und das Gleichgewicht verschiebt. Pneumonien sind
Die schlimmsten Ausprägungen dieser Infekte sind die Lungenentzündungen und auch die chronische Bronchitis. Und in diesen Erkrankungen ist dann das Gleichgewicht verschoben hin zu mehr Proteasen, sodass tatsächlich auch Gewebe untergeht. Das kann aber auch passieren, diese Verschiebung des Gleichgewichts, dadurch, dass die Enzyme, die uns eigentlich helfen, entweder fehlen oder inaktiviert werden. Und die Inaktivierung vom Alpha-1-Antitrypsin geschieht durch Zigarettenrauchen. Sodass also der Zigarettenrauch nicht nur die Lunge direkt schädigt, sondern auch das schützende Enzym, das wir eigentlich haben, das unser Körper eigentlich zur Verfügung stellt, auch noch inaktiviert. Und so auf zweierlei Weise quasi die Lunge schädigt. Und dann gibt es aber auch den Fall, dass das Alpha-1-Antitrypsin nicht durch Zigarettenrauch inaktiviert wird, sondern dass es einfach im Körper schon zu wenig vorhanden ist. Normale Menschen haben im Körper zwischen 90 und 200 Milligramm pro Deziliter Alpha-1-Antitrypsin, also so 100 bis 200. Und Menschen, die einen angeborenen Alpha-1-Antitrypsin-Mangel haben, die haben ungefähr 10 bis 20 Milligramm davon. Viel zu wenig. Von diesen 100 bis 200 auf 10 bis 20. Viel zu wenig von dem schützenden Protein. Und die haben deshalb Zerstörungen der Lunge, die andere Menschen nicht haben oder nur viel später haben oder nur dann haben, wenn sie geraucht haben. Sodass also bei diesen Patienten, wo das Alpha-1-Antitrypsin fehlt oder fast ganz fehlt, die Zerstörung der Lunge viel häufiger ist und durch viel weniger ausgelöst werden kann, als das normalerweise der Fall ist. Hier sehen Sie das mal so ein bisschen näher dargestellt. Links oben im Bild ist der neutrophile Granulozyt, das ist im Star Wars-Jargon eins der Raumschiffe. Das ist so eine der Zellen, die die Abwehr koordiniert. Und der setzt solche neutrophile Elastase frei, die dann diese Abräumung da macht, Proteolyse des Lungengewebes und von schädigenden Stoffen, alles Mögliche. Und genau dieser Schritt hier, der kann eben durch Alpha-1 gehemmt werden, durch Inaktivierung der neutrophilen Elastase. Sie sehen das hier, das Alpha-1-Antitrypsin, das dockt an die neutrophile Elastase an, an so eins dieser schädigenden Enzyme, das hemmt die und dann kann die Zerstörung des Lungengewebes nicht mehr so vonstatten gehen, wie das sonst der Fall wäre. Das habe ich Ihnen schon gesagt, normalerweise liegt die Konzentration bei den normalen Menschen, die haben hier MM, bei Werten zwischen, das sind jetzt, ist eine andere Einheit, aber auf den heutigen Laborausdrucken steht dann 100 bis 200 als Normwert. Und bei den ganz Kranken, bei denen hier mit zwei Mutationen, und ich erkläre Ihnen das nachher ein bisschen genauer, da ist der Spiegel viel, viel geringer als bei den normalen Menschen. Und es gibt sogar Leute, die haben null Mutationen in den Genen. Das heißt, da wird überhaupt kein Alpha-1-Antitrypsin mehr hergestellt. Die haben ein extrem hohes Risiko, über 90%, denkt man, so eine Zerstörung der Lunge zu erleben, selbst dann, wenn sie quasi nicht geraucht haben. Und noch tiefer reingeschaut, das wäre das Normale, das Molekül dockt an diese zerstörerischen Enzyme an und das wirft es dann so rum, so wie ein Judokämpfer, und dadurch wird das inaktiviert. Aber wenn das Protein, der Eiweißstoff anders gebaut wird, durch so eine Mutation in den Genen, dann klappt das nicht mehr. Dann funktioniert dieses Umwerfen nicht mehr und dann bilden sich aus dem Einzelmolekül große Moleküle, Riesendinger, die aus der Leber, da wo das Alpha-1-Antitrypsin eigentlich herkommt, gar nicht mehr freigesetzt werden können, gar nicht mehr ins Blut kommen, gar nicht mehr in die Lunge kommen, dort wo wir es eigentlich brauchen. Und das ist dann, da ist in der Leber zu viel, deswegen ist die Leber bei den Patienten auch manchmal miterkrankt, und in der Lunge, wo wir es brauchen, ist zu wenig. Da haben wir dann das Problem. Wofür ist das so wichtig? Und das hat Herr Teschler Ihnen schon gesagt, der Sauerstoff muss ja aus der Luft ins Blut und so weiter, Sie haben das alles schon gesehen, aus diesem, was Herr Teschler als Weintraube oder Rebstock sozusagen bezeichnet hat, geschieht dann durch Umwandlung hier
sozusagen so eine, was weiß ich, wie sieht denn das aus, Pampelmuse oder irgendwas, halt ein anderes Obst, was ungefähr genauso groß ist vielleicht wie diese Ansammlung von Weintrauben, aber was die Oberfläche, wo der Gasaustausch stattfinden kann, nicht mehr zur Verfügung stellt. Und man kann sich das immer so vorstellen, diese 70 bis 85 Quadratmeter, die Herr Teschler bei sich in der Folie gehabt hat, das ist ungefähr so die Größe von einem Tennisplatz. Und wenn diese Lungenbläschen zerstört werden und die Gasaustauschfläche abnimmt, dann hat man statt dem Tennisplatz nur noch eine Tischtennisplatte. Das ist viel zu wenig. Das klappt dann nicht mehr so gut mit dem Gasaustausch zwischen der Luft und den Alveolen und dann zwischen den Alveolen und dem Übertritt ins Blut, weil die Fläche einfach zu klein wird, wo das stattfinden kann. Das heißt, da fehlt uns das Alpha-1-Antitrypsin, da fehlt uns dieses schützende Molekül und dadurch kommt es zur Zerstörung der Lunge. Und jetzt der entscheidende Punkt, wie häufig ist denn diese angeborene Erkrankung in Deutschland? Und da muss man fragen, was ist denn selten und was ist häufig? Und da gebe ich Ihnen mal, versuche ich das immer so mit Beispielen zu erläutern. Also, rote Haare zu haben in der Bevölkerung in Deutschland hat so ungefähr die Häufigkeit von 0,5 bis 1%. Das ist so. Ja, wenn man so über die Straße geht, man sieht nicht dauernd rothaarige Menschen, aber immer mal wieder begegnet man einem. Das kommt schon vor, ist ja auch nicht schlimm. Wenn man das vergleicht mit Albinismus, also das vollständige Fehlen von Melanin, Leute, die komplett weißhaarig sind überall, viel seltener, 1 zu 10.000. Da hat man ganz schön Probleme, so jemanden zu finden. Ich kenne eigentlich niemanden. Das ist ganz schön selten. Noch viel seltener ist, in der Lotterie zu gewinnen. Das habe ich persönlich noch nie gemacht, ja, zumindest keine 6 richtigen und ich kenne auch keinen. Also das ist ganz schön selten. Und wenn man jetzt das überträgt auf Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, dann muss man sagen, in der Gesamtbevölkerung hat das ungefähr die Frequenz von 1 zu 10.000. Jeder Zehntausendste in einem unselektionierten Kollektiv. Aber in der COPD-Bevölkerung, da liegt es bei 0,5 bis 1%. Und das bedeutet, bei 2.000 Menschen, ja, von 2.000 zurückgerechnet, also 1%, 2.220 sind 20. Oder 10, wenn man 0,5% nimmt. Aber das ist eine Zahl. Also wenn man jetzt sagen würde, hier in dem Raum sind 10 bis 20 Leute mit der Erkrankung Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, würde mich wundern, wenn wir die hier finden. Da sind sicherlich viele einfach nicht diagnostiziert. Die Dunkelziffer bei dieser Erkrankung ist wahnsinnig hoch. Und das liegt daran, dass die Diagnose schwer am äußeren Bild zu stellen ist. Das, was man eigentlich braucht, ist ein Laborwert. Es gibt so einen klinischen Verdacht, der ist dann, wenn so eine COPD besteht und insbesondere bei Jüngeren und Nichtrauchen oder wenn das Asthma nicht so richtig reagiert auf die Medikamente, die wir geben oder bei Familienmitgliedern, wo das schon bekannt ist. Oder wenn so Atemwegsfamilien da sind, das heißt, es gibt so Familien, wo es dann heißt, ja, die Oma, die hatte auch was an der Lunge, man wusste eigentlich nicht genau, aber die musste dann schon ganz schön schnaufen. So. Und das ist dann, das setzt sich sofort und da gibt es so Familien, wo sowas immer wieder auftaucht. Da muss man besonders dran denken. Und dann soll man so den Serumspiegel messen von diesem Molekül, von dem Alpha-1-Antitrypsin, aber eigentlich steht hier COPD und dann steht nur insbesondere jüngere Patienten. Und das wurde in der Vergangenheit oft missverstanden. Da haben Doktors gedacht, ich muss nur dann an Alpha-1-Antitrypsin-Mangel denken, wenn so ein junger Kerl, bei dem es schon mit 30, 40 Jahren losgeht mit der Luftnot und der nie geraucht hat, wenn der eine COPD entwickelt, da muss ich dran denken. Stimmt auch, aber nicht nur dann, sondern bei jedem COPDler und bei jedem Asthmatiker, der nicht wunderbar auf die Therapie anspricht, soll einmal im Leben der Spiegel von diesem Protein gemessen werden im Blut, um die Erkrankung sicher auszuschließen. Denn wenn der Spiegel im Normbereich ist, dann wissen wir wunderbar, die Erkrankung liegt nicht vor,
kann man so ein Vermerk machen in der Akte oder in der Diagnosenliste, Ausschluss Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Das dokumentiert, dass man daran gedacht hat, man muss es nicht nochmal machen. Der Patient weiß es, Sie wissen es, alles gut. Wird aber nicht gemacht. Zeige ich Ihnen gleich eine Untersuchung, wo wir das mal geguckt haben, wie oft das gemacht wird. Da muss man eine weitere Untersuchung machen, da muss man so Tropfen von Blut auf einen Filterpapier geben. Das wird, wenn Sie denn möchten oder wenn der Arzt das möchte, nach Marburg geschickt. Wir erhalten in Marburg etwas mehr als 60% aller Proben in Deutschland. Wir machen das kostenlos, haben in den letzten Jahren etwa 35.000 Proben untersucht. Wir machen das nicht zum ersten Mal. Und dann kann man feststellen, welcher Genotyp und Phänotyp liegt denn eigentlich vor. Und wenn man das so macht, wie wir das machen, und das sind jetzt ältere Daten und nur die aus Deutschland, wo wir die ganzen anderen weggelassen haben, dann findet man in circa 7% der Einsendungen so einen Genotyp, so eine Kombination der Gene, die mit einem Alpha-1-Antitrypsin-Mangel einhergeht. Also dann kommen wir sozusagen noch weiter runter. Wenn man sagt 1 zu 10.000 in der Gesamtbevölkerung, 1 zu 100, 1% in der COPD, aber 1 zu 13 oder 7% ungefähr bei den Patienten, die sozusagen dann auch gecheckt werden, wo wir tatsächlich auch die Samples kriegen. Also ganz schön häufig oder zumindest gar nicht so selten. Und es gibt was Neues, vielleicht haben einige von Ihnen das schon gesehen, gibt jetzt eine Diagnostik wie so ein Schwangerschaftstest. Da tropft man einen Tropfen Blut drauf und dann kommt noch so eine Substanz dazu und dann dauert es eine Viertelstunde und dann weiß man, ob die wichtigste Mutation, die es beim Alpha-1-Antitrypsin-Mangel gibt, die Z-Mutation, ob die vorliegt oder nicht. Der Test war schon eingeführt, er hat leider nicht so gut funktioniert wie gedacht, er ist jetzt wieder ausgeführt, aber der wird wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres wieder eingeführt. Und das hilft den Doktors dran zu denken und das hilft einfach eine schnelle Diagnostik bei Alpha-1-Antitrypsin-Mangel durchzuführen und das wird dann helfen, dass tatsächlich alle COPD-Patienten und alle Asthmatiker mit nicht vollständig reversibler Atemwegsverengung getestet werden. Es gibt noch viel zu tun. Wenn wir in Deutschland das angucken, dann würden wir sagen, nach genetischen Untersuchungen rechnen wir eigentlich so mit 8.000 bis 10.000 Patienten. Entdeckt sind ungefähr 2.500. Wenn man eher ausgeht von diesen 0,5 bis 1% der COPD-Bevölkerung, dann sind es viel mehr. Wir haben in Deutschland ungefähr 5 Millionen COPDler, davon 1%, 55, sind 50.000 oder 0,5% 25.000 wirklich viele Patienten, bei denen eigentlich so ein Genotyp vorliegen müsste, die es zu entdecken gilt. Also das ist die Spitze des Eisbergs, wir haben vielleicht so 10, 15, maximal 20% der Patienten entdeckt. Aber das meiste ist noch im Verborgenen und da braucht es viel mehr. Und woran das liegt, dass das nicht so funktioniert, wie wir uns das eigentlich vorstellen, das sehen Sie hier. Hier haben wir, gucken Sie sich mal nur die erste Zeile der Tabelle an, hier haben wir Doktors gefragt, bei wem guckst du eigentlich nach Alpha-1-Antitrypsin-Mangel? Und die Leitlinie sagt glasklar, bei allen sollst du gucken. Und hier sehen Sie mal, wer das macht. Von den Pneumologen machen das 16%, von den Internisten 5%, von den Allgemeinmedizinern 40%. Die Zahl ist wahnsinnig hoch, das liegt daran, dass nur 15 überhaupt gucken, die sagen dann bei jedem. Aber wenn man sozusagen das mittelt, nur 20% der Ärzte machen das, was eigentlich vorgeschrieben ist, nämlich bei jedem COPDler mal zu gucken, ob denn diese Erkrankung eigentlich vorliegt oder nicht. Und das liegt an einem anderen Phänomen, das für viele selten, ich habe es absichtlich ausgestellt, liegt an einem Phänomen, was für viele andere seltene Erkrankungen auch gilt, dass die Ärzte zu wenig drüber wissen. Wir haben das mal in so einer Untersuchung erfasst, da haben wir 200 Ärzte gefragt, wie viel weißt du eigentlich über COPD, über Alpha-1 und über Lungenfibrose? Und bei der COPD und 4 war, ich weiß quasi alles, und 1 war, ich weiß eigentlich gar nichts. Und bei COPD haben die Leute 3,9 gesagt. Also die Ärzte haben gedacht, über COPD, da weiß ich richtig gut Bescheid. Und über eine Fibrose, das ist eine seltene Erkrankung, haben die Leute gesagt 3,1. Also nicht ganz so viel wie COPD, aber ich kenne mich echt gut aus. Und Alpha-1 lag bei 2,5. Das war das niedrigste von all den Erkrankungen, die wir abgefragt haben.
Da wissen die Ärzte nicht so gut Bescheid, aber Sie können zum Arzt gehen und sagen, hier, Doktor, hast du eigentlich schon mal nach Alpha 1 geguckt bei mir? Das können Sie sagen, den können Sie erinnern, kein Problem. Und dann kann der so einen Spiegel machen oder so einen Schnelltest und dann klappt das besser als bisher. Kann man das behandeln? Ja klar, sonst ständig nicht hier, sonst wäre es ja irgendwie auch nicht so interessant, wenn es sowieso nur da ist und man kann gar nichts dagegen tun. Man kann aber. Zunächst mal muss man sagen, man behandelt es wie eine normale COPD. Und das kann man nicht medikamentös oder medikamentös machen, mit Bronchienweitmachern, mit antientzündlichen Medikamenten. Aber man kann das eben auch beim Alpha 1 ganz spezifisch, zeige ich Ihnen gleich. Nikotinverzicht, unheimlich wichtig, haben Sie ja bei den anderen beiden Vorträgen schon gehört, springe ich drüber weg. Nikotinverzicht, wenn es klappt, macht übrigens glücklich. Ist doch auch schön, oder? Naja, also wenn man es geschafft hat, dann macht es glücklich. Ja. Impfungen, da hat Herr Köhnlein aus Hannover mal so eine kleine Fragebogenstudie gemacht bei Patienten mit Alpha 1 und hat zeigen können, dass die Zahl von den Lungenkrisen, also diesen Exazerbationen, dass die deutlich geringer ist bei Patienten, die sich impfen lassen, verglichen mit denen, die nicht geimpft wurden, und bei Patienten, die unter dieser spezifischen Behandlung stehen, verglichen mit den Patienten, die die spezifische Behandlung für den Alpha-1-Antitrypsin-Mangel nicht haben. Physiotherapie wurde auch im vergangenen Vortrag schon ganz groß geschrieben. Lassen Sie mich dazu aber noch eine Zahl erläutern. Da sehen Sie so die Number needed to treat. Number needed to treat heißt Nummer, die gebraucht wird zu behandeln oder um ein Ereignis zu verhindern. Und wenn man das mal vergleicht aus der Kardiologie, aus der Herzheilkunde mit Medikamenten, die sonst so verwendet werden, um einen Herzinfarkt zu vermeiden oder um einen Schlaganfall zu vermeiden, da liegen sie je nach Medikamentenklasse in Größenordnungen zwischen 50 und 100. Da müssen 50 bis 100 Patienten behandelt werden, damit sie sozusagen einen Infarkt vermeiden. Und Physiotherapie nach so einer Lungenkrise hat eine Number needed to treat, so eine Nummer zu behandeln von 4 oder 6. Je nachdem, ob Sie gucken, wie viele müssen Sie behandeln, um die Wiederaufnahme zu verhindern, oder wie viel müssen Sie behandeln, um Tod zu verhindern. Also das ist viel, viel wirksamer als viele der Medikamente, die breit und bei allen möglichen Patienten eingesetzt werden. Und deswegen, wenn nach so einer Lungenkrise, wo Sie im Krankenhaus waren, die Kasse vielleicht erst mal ablehnt und sagt, der Patient braucht keine Reha, dann legen Sie Widerspruch ein, zusammen mit Ihrem Arzt. Ja, der Widerspruch muss von Ihnen kommen, aber Ihr Arzt schreibt Ihnen dann, das ist doch Humbug, da gibt es doch die und die Untersuchung, die zeigt das. Und manchmal dauert es 2 oder 3 Mal, einmal hat es letztens 4 Mal gedauert, Widerspruch einzulegen, aber irgendwann klappt es dann meistens. Ja, weil die Daten, das Objektive ist auf unserer Seite. Das muss man durchkämpfen und da müssen Sie zusammen mit dem Arzt in den Ring steigen und sagen, das ist doch Quatsch, dass das nicht genehmigt wird, da muss man gegen ankämpfen. Da gibt es auch innovative Dinger, zeige ich Ihnen nur ganz kurz. Da hatte man Patienten nicht nur gesagt, beweg dich mehr, sondern hat ihnen vorgeschlagen, wie. Und weil das ein Spanier war, der in Barcelona lebt, hat er gesagt, okay, man muss den Leuten nicht nur sagen, geh spazieren, sondern muss ihnen auch sagen, wie viel gehst du spazieren. Der hat denen in den Plan so einen Weg eingezeichnet. Mach doch mal jeden Tag so einen Spaziergang. Und dann hat er die 3 Gruppen verglichen, nämlich die eine Gruppe, denen hat man gar nichts gesagt, die andere Gruppe, denen hat man gesagt, beweg dich mehr. Und der 3. Gruppe hat man richtig konkret geholfen mit diesem Plan und dem Einzeichnen. Und da sehen Sie mal, wenn man diesen konkreten Vorschlag gemacht hat und dann hat man nach einem Jahr gemessen, wie viele Minuten am Tag sind die Patienten aktiv, dann war das viel besser. Also da geht es darum, dass Sie zusammen mit Ihrem Arzt konkrete Ideen haben, wie das bei Ihnen aussehen kann. Wenn man Sport sagt, das klingt immer mies. Da sagen alle, ach Sport ist doch, geht bei mir eh nicht mehr. Oder Sport ist Mord oder Helmut Schmidt hat auch keinen Sport gemacht oder was auch immer, keine Ahnung. Aber so aber Bewegung so ein bisschen, Hund kaufen oder mal zu Fuß gehen, eine Haltestelle eher aussteigen oder so, sowas kann man machen. Sowas muss man entwickeln, solche Ideen. Und bei den Medikamenten, da gibt es eben für diesen angeborenen Alpha-1-Antitrypsin-Mangel auch eine ganz spezifische Art und Weise, wie Sie das behandeln können. Weil das Protein, dieser Eiweißstoff fehlt,
kann man den ersetzen? Das kann man nicht synthetisch herstellen, das entsteht aus Blutspenden, Plasmaspenden von gesunden Spendern. Und das ist eine Infusion einmal in der Woche, das gibt es leider nicht als Tablettenform. Das ist jetzt gerade versucht worden als zum Inhalieren, hat aber wahrscheinlich nicht so gut geklappt, was man hört, zumindest der Pressemitteilung nach zu urteilen und dem Aktienkurs nach. Und wenn man das macht, diese Infusion von dem Alpha-1-Antitrypsin einmal in der Woche, dann erreicht man damit so einen Spiegel von dem Protein, der über einem Grenzwert liegt und der dann dazu führt, dass das Protein im Körper in genügend hohen Mengen vorhanden ist, sodass der Kampf gegen die Mikroben und Viren wieder besser stattfinden kann als ohne. Das funktioniert am besten in einem bestimmten Bereich, das überspringe ich mal. Und jetzt gibt es ganz neue Daten, die gerade vor ein paar Monaten gezeigt wurden auf dem amerikanischen Lungenkongress, dass das tatsächlich hilft. In Rot oder in Blau sehen Sie die Kurve, die entsteht, wenn man Patienten mit dieser Erkrankung nicht behandelt, wenn man die mit Placebo behandelt. Und dann haben die, das kann man richtig messen im CT, dann verlieren die Lungendichte oder die verlieren Lungengewebe, weil das Gewebe eben zerstört wird und dann kommt sozusagen in die Lunge immer mehr Luft und das Gewebe wird immer weniger und die Lunge funktioniert immer weniger gut. Das ist die blaue Linie. Und wenn Sie die behandeln, dann ist das nicht bei Null, das ist trotzdem immer noch ein Verlust von Lungengewebe, aber das ist viel, viel besser, als wenn Sie es nicht behandeln. Und dann haben die noch was gemacht, nach diesen ersten 2 Jahren, haben sie gesagt, okay, die Patienten, die bisher auf Placebo waren, die also nicht das Medikament bekommen haben, denen bieten wir jetzt an, dass sie auch noch in die Gruppe gehen, die das Medikament bekommen und gucken nochmal weiter, was passiert denn dann? Und wenn das Medikament wirkt, dann müsste ja in dieser Gruppe hier jetzt plötzlich so ein Knick entstehen, weil dann müsste da ja auch anfangen, das Medikament zu wirken und der Abfall der Lungenfunktion oder der Abfall des Lungengewebes müsste sich abändern. Und genau das passiert. Wenn Sie das hier machen, hier ist der Punkt, wo das geändert wurde, wo die Patienten aus dem Placeboarm dann in den Verumarm gewechselt sind, also wo sie dann das Medikament bekommen haben. Und da sieht man tatsächlich, jawohl, da tut sich was. Das sieht jetzt anders aus als vorher. Sodass jetzt viele der Ärzte davon überzeugt sind, dass es tatsächlich hilft. Bei seltenen Erkrankungen ist es immer wahnsinnig schwer, das so zu machen, dass es statistisch glasklar ist. Aber wenn ich die Kurven sehe, dann muss ich sagen, ich bin überzeugt davon, dass das hilft. Auch wenn statistisch ein Hauch gefehlt hat, leider auch bei dieser Untersuchung. Und aus einer Voranalyse zeigt man, dass auch diese Lungenkrisen hier in grün, die schweren zumindest, unter der Therapie mit dem Alpha-1-Antitrypsin gemindert werden in der Auftretenswahrscheinlichkeit. Und jetzt ganz zum Schluss, weil ich denke, das ist wichtig, dass Sie davon zumindest gehört haben, was ist denn da mit der Vererbung? Das ist ja irgendwie erblich. Also das ist so, man kriegt von der Mutter und vom Vater für jedes Protein, was wir haben, jeweils ein Gen. Die Gene sind die Rezepte, die der Körper hat. Und aus den Rezepten wird dann das Gericht gekocht. Das Gericht ist das fertige Protein, das wir haben, das wir im Körper brauchen. Und das Rezept für das korrekte Alpha-1-Antitrypsin, das heißt M, das ist das ganz normale Gen. Und das Rezept für das kranke Gen heißt Z. Und dann ist das so, wenn ein MZ-Mann und eine MZ-Frau Kinder kriegen, in dem Beispiel 4 Stück, dann kann daraus entstehen MM, also ein völlig gesunder MZ, so jemand wie Vater oder Mutter, der hat ein gesundes und ein krankes Gen. Oder aber ZZ, 2 kranke Gene kommen zusammen. Und das Gute ist nun, Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, zumindest die schwerwiegende Erkrankung, die entwickelt man nicht, wenn man MZ hat, sondern die entwickelt man nur dann, wenn 2 kranke Gene zusammenkommen. Und deswegen kann man, wenn man einen Patienten entdeckt hat, dann weiß man schon mal, okay, in der Familie, da hat es irgendwie diese Mutation gegeben, da hat es Zs gegeben, dann kann man das nachprüfen. Und dann kann man sich überlegen, wie das mit den Kindern ist und wie hoch ungefähr das Risiko ist, so eine Erkrankung zu bekommen. Das ist ganz wichtig, weil man das vielleicht bei der Lebensplanung einplanen will, aber weil das auch was ist, was man den Kindern mit auf den Weg geben kann. Denn
Auch nicht alle Patienten, die ZZ haben, entwickeln die Lungenerkrankung. Und wenn Sie so ein betroffenes Kind haben, ZZ, und Sie machen den Unterschied, ob das Kind anfängt zu rauchen oder nicht, oder ob der Jugendliche anfängt zu rauchen, dann hat das ganz erhebliche Auswirkungen auf die Wahrscheinlichkeit, dass die Lunge bei diesem Patienten kaputt geht oder nicht. Das sehen Sie in diesem Dia. Normalerweise in Deutschland die Wahrscheinlichkeit, eine COPD zu entwickeln, bei den über 40-Jährigen ist 12,3%. Bei Rauchern ist das höher. Da sind wir so bei 20-25%. Wenn Sie diese Erkrankung haben und rauchen, dann liegen Sie bei 90%. Aber wenn es sozusagen aufgrund des Wissens gelingt, dem Jugendlichen oder dem jungen Erwachsenen zu vermitteln, für dich ist Rauchen ganz besonders deletär, ganz besonders schlecht, dann können Sie das Risiko vermindern. Es ist natürlich nicht 0 und natürlich nicht 20. Es ist eine schwerwiegende Erkrankung, aber Sie können es deutlich reduzieren. Da gibt es also neben der Behandlung selbst auch noch diesen Aspekt der Kommunikation, des Nichtanfangens mit dem Rauchen, der ganz wichtig ist. Ich fasse das kurz für Sie zusammen. Ich habe Ihnen gesagt, dass ein andauernder Kampf tobt zwischen unserer Umwelt und dem Organismus und dass die Lunge einer der Orte ist, wo das stattfindet, wo das Leben tobt und wo auch der Kampf tobt. Alpha-1-Antitrypsin-Mangel in der Welt der COPDler ist ungefähr so häufig wie rote Haare haben in der Gesamtbevölkerung, ungefähr 0,5-1%. Das ist nicht nichts, es gibt diese Menschen. Die Diagnostik ist nicht festzumachen an einem bestimmten klinischen Bild. Das sind nur Dinge, die das erleichtern und die das auf jeden Fall dran denken lassen sollten. Aber eigentlich braucht man den Laborwert. Ohne Laborwert geht es nicht. Physiotherapie, Rauchstopp sind super wichtige Elemente der nicht-medikamentösen Therapie plus Impfungen, ohne die es eigentlich nicht geht. Es gibt eine spezifische Behandlung. Man kann was daran machen. Und das Wissen um die Erkrankung kann das Outcome oder die Auftretenswahrscheinlichkeit verändern. Und auf dem Bild sollen Sie sehen, dass auch Marburg schön ist. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus